Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Einsatztage und dem Video zum Sonntagsevangelium. Doch eigentlich zur ersten Lesung, denn das Evangelium von heute, das haben wir schon besprochen. Hier oben der Link zu dem Video. Deshalb also heute ein Gottesspruch des Propheten Jesaja und den alttestamentlichen Wurzeln der Petrusberufung. Und damit geht es jetzt direkt hinein in die erste Lesung des heutigen 21. Sonntags. Lesung aus dem Buch Jesaja. So spricht der Herr zu Schebner, dem Palastvorsteher. Ich werde dich von deinem Posten stoßen, und er wird dich aus deiner Stellung reißen. An jenem Tag werde ich meinen Knecht Eliakim, den Sohn Hilkias, berufen. Ich werde ihn mit deinem Gewand bekleiden und ihm deine Schärpe fest umbinden. Deine Herrschaft gebe ich in seine Hand, und er wird zum Vater für die Einwohner Jerusalems und für das Haus Juda. Ich werde ihm den Schlüssel des Hauses David auf die Schulter legen. Er wird öffnen, und niemand ist da, der schließt. Er wird schließen, und niemand ist da, der öffnet. Ich werde ihn als Pflock an einer festen Stelle einschlagen, und er wird zum Thron und Ehre für sein Vaterhaus. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Schwestern und Brüder, den gerade gehörten neunten Gottesspruch des Propheten Jesaja ertrifft die Bewohner von Jerusalem und ihre elitäre Führungsschicht. Die Anstrengungen, die Stadt zu befestigen und vor Angreifern zu sichern, scheinen aussichtslos. Völlig gottvergessen, sagen sich die Einwohner, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Sie haben nicht auf den geblickt, der alles bewirkt, nicht auf den geschaut, der alles bestimmt. Gott allein ist der Geschichtsmächtige. Auf ihn zu schauen und nach seinem Willen zu fragen, das wäre vonnöten gewesen. Doch statt Gottesdienst, Buße und Gebet, Freude, Frohsinn und Wein trinken. Und diese Gottvergessenheit, das wird auch der Grund werden für die Katastrophe des babylonischen Exils, der Verschleppung des Jahres 597 vor Christus. Doch die eigentliche Kritik, ja ein vernichtendes Urteil, geht an Schebner, den bisherigen Palastvorsteher, hebräisch Sakan, der Haushofmeister und Stellvertreter des Königs. Was wir über ihn wissen können, also wenn wir zu unserer Bibelstelle die vorausgehenden Verse hätten hören können, zeichnet kein gutes Bild von Schebner, diesem höchsten Beamten. In die eigene Tasche hat er gewirtschaftet, hat er sich bereichert, hat er an den Witwen, den Waisen, den Kranken und den Armen. Das Volk hat er ruiniert, zu seinem eigenen Vorteil. Die Spezies, seine Freunde und Verwandten hat er bevorzugt und ihnen Ämter und Titel verschafft. Schebner, das ist ein Prototyp für schlechte Verwalter, für verkommene Regierungsbeamte. Zu Recht bekommt er sein Fett weg, wenn Jesaja ihm im Namen Gottes die Leviten liest. An Schebner und seinesgleichen ergeht das Droh- und Gerichtswort. Wer Verantwortung übernommen hat, als Vorgesetzter, als Mächtiger, Ungerechtigkeit, Laxheit, Lauheit, Verschwendung und Prunksucht und Machtarroganz, da passen diese nicht dazu. Es braucht also dringend einen neuen Stellvertreter, den Gott einsetzt, einen besseren Haushofmeister des Königs. Dieser neue und bessere, der ist Eliakim. Eliakim, das heißt im Hebräischen, Gott richtet auf, Gott wird erwecken. Gott gewährt die neue Existenz, die auch alle anderen erhöht. Eliakim wird der gute Herrscher, der auch Jerusalem, der Gemeinde, eine neue, gerechtere Führungsschicht gibt. Seine Attribute, sie passen genau auf den, den alle erwarten. Er trägt Funktionen und Titel, die zu einer eschatologischen Heilsgestalt verweisen. Das Alte Testament, wieder einmal der Schlüssel für das Neue Testament.
Und deshalb eben heute diese Lesung aus Jesaja für das Sonntagsevangelium. Indem es der Herr Jesus ist, der den Petrus zum Felsen und Verwalter für seine Kirche einsetzt. Dass in die Person des Eliakim diese Erwartungen und Prophetien, die Verheißungen für das Haus David gelegt sind, dass er von Gott in die Linie der Erwählten des Herrn gestellt wird. Das zeigen uns die Wörter für seine Amtserhebung. Einige davon werden auch auf den Messias angewandt, und auch der Heiland handelt und spricht zu Petrus, den er zum Fels seiner Kirche macht und ihm die Schlüssel, also die Vollmacht über sein Haus gibt. Gott der Herr, Adonai, ruft und beruft. Es ist dasselbe Berufen, Kara, mit der er den Mose, den Samuel, Abraham, dem er in diesem Zuge sogar einen neuen Namen gibt. Aus Abram wird Abraham, wie aus Simon Bariona, Petrus, Kephas der Fels wird. Auch Jeremia wird mit diesem Verb berufen. Zum Knecht des Herrn beruft er ihn, zum Evet. Wie schon die Erzväter Abraham, Isaak und Jakob, wie schon den Mose, den Josua, den David, den Elia, auch unseren Jesaja heute, den Hiskia und auch den zu erwartenden messianischen Spross. Dann der Leibrock und der Gürtel, das sind priesterliche Amtsgewänder wie die des Aaron und seiner Söhne. Die ganze Szene, sie erinnert tatsächlich an eine Investitur, an eine Einkleidung und Einsetzung in das Amt. Im Haus seines Vaters, bei Yit Aviv, wird er, Eliakim, einen Ehrenthron erhalten. Nicht als sein eigener Herrscher, aber als sein unmittelbarer Verwalter und Stellvertreter. Ein Amt, in dem es Nachfolger gibt, die dem eigentlichen König wieder sukzessive in dieser Funktion dienen werden. Als Haushofmeister des Königs hat er nach diesem das höchste Amt im Staate inne. Er wird gütiger Vater für das neue Jerusalem und Av, Abba, Papa genannt werden. Ihm werden die Schlüssel, die Mafteach des Hauses David, auf die Schultern gelegt. Er hat die Aufsicht über das königliche Haus und hat die Aufsicht über den Zugang zum Herrscher. Er überwacht sprichwörtlich die Öffnung und den Verschluss des Palastes und aller Amtsgebäude. Diese Schlüssel sind ihm wie ein Zepter auf die Schultern gelegt. Die Herrschaft ist auf seine Schultern gekommen. Das Haus, das er behütet, über das er die Aufsicht hat, es hat Bestand, ist ein fester Pflock. Das Haus, es ist auf Stein und nicht auf Sand gebaut. Und er, als Verwalter des Krongutes mit höchster Verfügungsgewalt, führt in seinem Namen als sein Stellvertreter. Zum Schluss doch noch etwas zum Nachdenken, weil es jede und jeden von uns betrifft. Ist es nicht bemerkenswert, wie die alte Kritik der Heiligen Schrift an Gesellschaft, an Wirtschaft, Machtstrukturen und ja auch Kirche sein, auch heute uns immer wieder trifft? Das Nachdenken darüber vermag zu verändern. Einen selbst, in der Rolle, sei es als Vorgesetzter oder als Führungsgehilfe, und damit einhergehend auch das eigene Umfeld, in dem man sich bewegt. Wie ein wenig mehr Demut doch Großes vollbringen könnte. Diese Gedanken, diese nachdenkende Haltung kann uns Christinnen und Christen innere Führung sein im Leben. Wenn nicht Gott das Haus baut, müht sich der Baumeister umsonst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib mir doch bitte einen Daumen hoch und abonniere diesen Kanal und vielleicht empfiehlst du ihn weiter. Gerne beantworte ich deine Fragen unten in den Kommentaren oder per E-Mail. Die Adresse findest du unten in der Videobeschreibung. Beim nächsten Mal besprechen wir hier auf Einsatztage das Evangelium vom 22. Sonntag im Jahreskreis A. Dann beschäftigen wir uns wieder mit dem Matthäusevangelium und da leistet sich Petrus, der Felsenmann, dem der Herr ja gerade zum Statthalter erhoben hat, wieder einen dicken Hund. Es geht um die Bereitschaft zur Kreuzesaufnahme
und der Nachfolge Christi. Bis es soweit ist, bleibt wachsam. Alles Gute und Gottes reichen Segen. Denn seine